Ich habe mich in meiner Forschung zuletzt mit den Migrationsbewegungen junger Menschen zwischen Sansibar und Oman beschäftigt. Und in diesem Kontext auch mit einer zeitgenössischen Konstitution einer sogenannten Sansibar-Diaspora, einer übergeordneten swahilischsprachigen Gemeinschaft außerhalb der Grenzen von Sansibar und der Swahili-Küste in Ostafrika. Der Diaspora-Begriff wird auf Swahili oft mit Uraibuni übersetzt, was so viel bedeutet wie in einem Zustand der Abwesenheit sein und auf den arabischen Begriff für das Abwesende, das Nicht-Sichtbare, zurückgeht. Dieses Konzept von Abwesenheit und wie es lokal und im Zuge dieser Bewegungsflüsse zum Teil der Leben der jungen Menschen geworden ist, ist mir im Kontext dieser Forschung immer wieder begegnet. Dabei hat mich besonders interessiert, wie junge Menschen im Alter zwischen 20 und 35 im westlichen Indischen Ozeanraum zwischen Sansibar und Oman versuchen, ihr Leben nachhaltig so zu gestalten, dass sie die Zukünfte, die sie sich vorstellen, verwirklichen können. Das kann unter anderem bedeuten, dass sie in Oman Arbeitsmöglichkeiten wahrnehmen, die sie in Sansibar nicht hätten, oder Sansibar als Ort nutzen, an dem sie aufgrund familiärer Verbindungen andere Freiheiten leben können, die in den gesellschaftlichen Normen in Oman nicht angemessen wären. Die Wohn- und Arbeitsräume, die sich diese jungen Menschen dadurch schaffen, überschreiten hier die geografischen Grenzen in dieser Region. Sie kreieren Abwesenheiten und knüpfen häufig an die Möglichkeiten der Teilhabe an, bestehende familiäre Räume an, wie an temporäre Wohnmöglichkeiten bei entfernten Verwandten beispielsweise. So kann dann zum Beispiel ein junger Mann aus Sansibar für einige Monate in einem Ölfeld in Oman arbeiten, ohne während dieser Zeit einen Teil seines Verdienstes für Wohnmöglichkeiten ausgeben zu müssen. In den vergangenen Jahren war ich zweimal für einige Wochen in Oman und habe vorher viele Jahre vor allem nur in Sansibar geforscht. Während dieser Forschungsaufenthalte in Oman habe ich einige meiner Kontaktpersonen aus Sansibar oder auch deren Verwandte und Freunde getroffen. Dabei bin ich durch unterschiedliche Gegenden, vor allem im Norden von Oman, gefahren. In einer kleinen Stadt im Landesinneren hat mich besonders eine alte Siedlung von ehemaligen Händlern, die sich zwischen Oman und der Swahili-Küste bewegt haben, interessiert. Die Ästhetik und die Form der dort zerfallenden Lehmbauten, die in Sansibar in fast identischer Ausführung bis heute so existieren, hat hier die Verwobenheiten, die zwischen Sansibar und Oman seit Jahrhunderten bestehen, ganz besonders deutlich gezeigt. Und genau diese Assoziation hatte ich auch, als ich Onur Gökmen Skulptur gesehen habe. Ähnlich wie in seinen Skizzen, vor allem mit Bezug auf die in der Türkei ausgegrabene, tausende Jahre alte Çatalhöyük-Siedlung, greifen die einzelnen Häuser in der Ruine der alten Siedlung in Oman ineinander. Und dieses Ineinandergreifen oder das Verwischen der Grenzen zwischen privatem und öffentlichem Raum deuten auf ein damals sehr enges Zusammenleben einer Gemeinschaft hin. Die verfallenden Lehmbausiedlungen, und es gibt einige solche in Oman, war wie die Skulptur von Gökmen frei zugänglich. Und weder durch globale Weltkulturerbeauflagen noch durch nationales Kulturerbemanagement mit irgendwelchen Restriktionen belegt. Also einfach ein öffentlicher Raum und gleichzeitig ein historisch enorm dicht aufgeladener, den man frei begehen konnte. Gökmens Skulptur hat mich auch wegen dieser freien Zugänglichkeit an den zerfallenen Stadtbereich in Oman erinnert. Und außerdem im Hinblick auf die Ähnlichkeiten in der Struktur, wie beispielsweise der Deckenkonstruktion mit den schmalen Holzpfählen, in der Skizze, an die er seine Skulptur anlehnt, oder auch in der Abwesenheit jeglicher nicht funktionaler Elemente. Aber auch der teilweise Einlass der Figur in die Erde, also eine gewisse von außen betrachtete Abwesenheit der Sichtbarkeit der gesamten Skulptur und die Notwendigkeit, ihre Gesamtheit von innen heraus zu erfassen, über den Einstieg in die Skulptur, hinein über eine Leiter, haben mich im übertragenen Sinne an die Vielschichtigkeit der geschichtlichen und kulturellen Verwobenheit zwischen Sansibar und Oman erinnert.
Dieses nicht von außen sichtbare von Göttingens Skulptur hat mich daran erinnert, wie die jungen Menschen, mit denen ich in meiner Forschung arbeite, sich das, was nicht sichtbar ist, zu eigen machen und ihre Lebenssituationen zu dem formen, wie sie es für richtig halten. Beispielsweise, indem sie auf ein Repertoire an sozialen Netzwerken zurückgreifen, das sie aufgrund geschichtlicher Zusammenhänge bereits in sich tragen. In der Ethnologie fragen wir zum einen, was zeitlich und räumlich besonders und individuell an einer Beobachtung, einem Problem, und zum anderen, welche Momente und Attribute existieren über Zeitspannen und Räume hinaus, was dauert fort oder taucht wieder auf. Oder anders gesagt, was ist einzigartig und was ist verallgemeinerbar? Und vor allem, wie gehen Wiederholungen und Neuformungen miteinander einher? In der Reflexion meiner eigenen Forschung im Spiegel von Göckmanns Skulptur besteht so ein Fortdauern in den materiellen Strukturen, die wir über verschiedene Kontexte und Zustände hinweg finden können, wie die Siedlungen in der Türkei vor 7000 Jahren, in mehrere hundert Jahren alten Ruinen in Oman oder in Sansibar heute. Und das Spezielle, das, was nicht zu verallgemeinern ist, erkenne ich wieder in den sozialen Strukturen, dem Fortführen von Beziehungsnetzwerken wie denen zwischen Sansibar und Oman, über geografische und zeitgeschichtliche Räume hinweg, die je nach gesellschaftlichen Kontexten, also beispielsweise swahilisprachig oder nicht, immer auch einzigartig bleiben.